durch 3 Stück gefallen. Von 6. Also ich bin durch die Hälfte gefallen. Ja. Oh mein Gott. Vielleicht ist irgendwer von euch viel älter als ich und hat jetzt einen klugen Rat. Auf der Hand, an der Seite, keine Ahnung. Anglizismen kann ich. Bin derzeit wieder ein bisschen überfordert von meinem Leben. It's really beautiful. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem Get Ready With Me und Live Update. Ich fahre gleich zur Arbeit. Ich habe gerade extra nicht auf die Uhr geguckt, weil ich weiß, sonst wird es wieder so gehetzt wie mein letztes Video. Ja, gerade ist aber die beste Option, was aufzunehmen, weil ich schon wieder, es ist heute Donnerstag und ich habe die Woche schon wieder noch nichts aufgenommen. Ich wollte vor 2 Tagen was aufnehmen, aber traurigerweise habe ich angefangen aufzunehmen und dann war mein Akku leer und ich musste danach auch zur Arbeit, also habe ich es dann gelassen und bin einfach gegangen und habe das Video nicht aufgenommen. Ich habe meinen Akku jetzt ein bisschen aufgeladen. Ich hoffe, das reicht. Und wenn nicht, wenn ich einfach random weg bin, dann wisst ihr, dass es daran liegt, dass mein Akku leer ist. Und dann ist es genauso chaotisch wie mein Leben gerade. Ich hätte richtig Bock auf so einen glowy Primer. Aber ich habe halt sowas nicht. Ich überlege die ganze Zeit. Aber ich habe eigentlich nur Silikon oder feuchtigkeitsspendende Primer. Ich glaube, ich habe keinen glowy Primer in dem Sinne. Jetzt denkt sich jeder, der meine Videos kennt, so, doch, Sena, hast du. I'm sorry for you. Okay, Live-Update. Also ich fahre gleich zur Arbeit, weil ich heute statt nur 2-mal wie sonst 4-mal im Office bin, also im Büro. Hat einfach den einfachen Grund, dass mein Freund diese Woche nicht in Berlin ist, weil der hat heute Geburtstag, stimmt. Der wollte zu seinem Geburtstag in die Heimat, also für ihn nach Mainz. Und ich habe ihm da auch was geschenkt. Also jetzt gerade ist er in einem Ferienhaus mit seinen Freunden. Das war so mein Geschenk an ihn. Genau, deswegen bin ich alleine. Was eigentlich ganz nice ist, aber da ich nicht ganz alleine in diesem Haus bin, bin ich lieber auf Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Es ist straight up auf meiner Jogginghose. Zum Glück trage ich mein Kleid gerade, was ich gleich anziehe, nur oben. Ich habe es noch nicht unten rum an, weil das dann so eng am Bauch sitzt. Ich noch eine Strumpfhose drunter ziehen muss und die wollte ich jetzt noch nicht anziehen. Deswegen habe ich eine Jogginghose an. Ich habe das Gefühl, Make-up-Flecken gehen nicht raus. Ich habe eine Jeans, die ist relativ alt. Man kann sie jetzt nicht nachkaufen. Und da ist einmal Make-up aufgekommen und irgendwie, das geht nicht raus. Egal, ob ich da mit Make-up-Entferner raufgehe oder mit irgendwelchen, also Gallseife oder so. Es geht nicht raus. Also falls ihr da Tipps habt für Make-up-Auskleidung kriegen, schreibt es mir gerne. Das erste Mal seit, weiß ich nicht, Wochen, dass ich meine Foundation mit einem Schwamm ausblende und nicht mit meinem Pinsel. But I like. Aber der Pinsel ist einfach schneller, weil ich meistens den Schwamm gar nicht anfeuchte. Aber ich gehe heute halt zur Arbeit, weil ich heute, also später einen Kundentermin habe. Ich gehe heute ins Büro wo für die Finanzdienstleistungen. Ihr wisst ja, ich gebe auch freiberuflich Erste-Hilfe-Kurse, aber das mache ich heute nicht. Genau. Ich habe heute einen Kundentermin und ich glaube, dass es der erste Kundentermin seit einem halben Jahr oder so, den ich in Real Life habe. Nee, stimmt nicht. Bisschen weniger als ein halbes Jahr. Deswegen freue ich mich einfach total drauf und will den auch wirklich wahrnehmen können. Habe auch gerade meinen Covid-Test gemacht. Also ich muss den nicht machen, offiziell, weil ich halt geboostert bin. Inoffiziell mache ich das trotzdem jeden oder alle 2 Tage. Kommt drauf an, wie ich mich fühle. Einfach, weil im Büro ja auch andere Gäste sind, andere Kunden, andere Leute, die da arbeiten. Ja, deswegen mache ich da halt einen Test. Genau, aber auf jeden Fall bin ich deswegen heute im Büro. Aber deswegen sehe ich das auch nicht so eng, wann genau ich jetzt da bin. Also ob ich wie sonst um 10 da bin oder ob ich um 10.30 Uhr da bin. Weil ich ja freiwillig da bin. Ich meine, ich bin sonst auch freiwillig da. Ich arbeite da selbstständig. Es wird mir nur zur Verfügung gestellt. Aber sonst habe ich mich verpflichtet, in meinem Kopf an Dienstagen und Mittwochen da so zu sein. Und ja, ich weiß, man sieht voll meine BH-Träger. Aber ich trage nachher eh einen Blazer drüber. Deswegen ist es egal, dass man die sieht. Weil man sieht sie dann nicht mehr. Eigentlich, das seht ihr jetzt nicht, aber auf meinem Schminktisch liegen ganz viele Kiko-Produkte, weil eigentlich wollte ich vor 2 Tagen ein Kiko-Haul-Review drehen von der neuen Kollektion und den Sachen, die ich da halt gekauft habe. Da war das Problem mit dem Akku. Und dann dachte ich mir so, okay, dann mache ich das halt anders als sonst. Ich werde einfach die Produkte also trotzdem testen. Und dann habe ich aber eine wirkliche Review, nicht nur eine First Impression, was ich ganz cool fand. Deswegen werde ich 1-2 neue Produkte verwenden. Und es stört mich total, dass, wie mein Kanal gerade ist, weil ich eigentlich ja alle, also 2-mal die Woche ein Video hochladen wollte. Und jetzt gerade passiert das nur 1-mal die Woche in den letzten 3 Wochen. Also ich glaube schon den ganzen März über. Einfach weil ich es nicht anders hinkriege, weil ich halt normalerweise nur drehe, wenn ich, wenn Tageslicht ist, weil ich persönlich das Licht mehr mag als das von den Softboxen. Deswegen das, da muss ich gucken, wie mein Freund arbeitet, weil wenn er natürlich wegen Schichtarbeit oder so hier schläft, kann ich auch nicht drehen. Und mal abgesehen davon war ich einfach unglaublich viel im Büro, weil ich in mein Büro gewechselt habe im Prinzip und deswegen da jetzt ein bisschen mehr war. Ja. Auf jeden Fall, deswegen habe ich wenig gedreht, kam nicht zum Schneiden. Ich hatte aber, wenn ich ehrlich bin, auch wenig Lust zu schneiden, weil normalerweise macht mir das Schneiden Spaß. Hat es aber in den letzten Wochen nicht. Also wisst ihr, ich habe mich nicht so drauf gefreut, das zu schneiden. Deswegen hat es dann auch teilweise echt 3 Wochen gedauert, bis ich irgendwas geschnitten habe. Dieses eine Video pro Woche kommt auch irgendwie nur, weil ich mich dann literally dazu zwinge, einfach
wie jetzt was zu produzieren, hochzuladen. Genau wie heute, wisst ihr, das würde ich eigentlich nicht so. Jetzt habe ich Concealer auf meiner Hose, Alter, was ist das denn heute? Sonst habe ich nie Make-up auf meiner Hose. Also ich weiß, ich habe vorhin von der anderen Hose erzählt, aber das ist auch schon wieder ein halbes Jahr oder so, ja. Naja, dieses eine Video, was halt hochkommt, ist dann auch eigentlich nur gezwungenermaßen, weil ich halt so bin, Sena, lad was hoch, weil ich will den Kanal ja führen. Aber ich habe gerade derzeit generell in meinem Leben voll das Problem, Prioritäten zu setzen. Ich weiß nicht, was meine Priorität ist. Und deswegen habe ich auch das erste Mal im Leben Klausuren verkackt. Und ich bin gleich durch 3 Stück gefallen. Von 6. Also ich bin durch die Hälfte gefallen. Und bei einer Sache war es von Anfang an klar für mich, dass ich da durchfalle. Das war Statistik. Nicht, weil Statistik schlecht ist, weil ich das nicht raffe. Ich mag Statistik sogar. Sondern eher, weil klar ist es logisch denken, aber ich muss natürlich trotzdem die Begriffe kennen. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wirklich kein bisschen gelernt habe. Ich habe an dem Tag, glaube ich, noch gelernt. Vielleicht minimal an dem Tag vorher. Und dadurch, was soll ich sagen? Ich wusste die Begriffe nicht, ich konnte die Fragen nicht beantworten, bin durchgefallen, war mir von Anfang an klar, bin ich auch okay mit. Die anderen beiden Sachen waren beides Fächer, die ich nicht mochte. Trotzdem habe ich versucht, dafür zu lernen. Es waren eigentlich ziemlich faire Klausuren, wo ich überdimensional viel Zeit hatte. Und trotzdem bin ich durchgefallen und ich weiß nicht wieso. Eine von denen schreibe ich jetzt nächste Woche nach. Das ist eine Kompakthausarbeit, deswegen ich schreibe das von Montag bis Mittwoch. Ich habe jetzt immer noch nicht dafür gelernt, weil ich will in meinem Büro lernen. Und dann kann ich mich nicht konzentrieren, weil mein Gehirn instantly so ist, sobald ich an Uni denke, dass es so matschig wird und ich mich nicht konzentrieren kann. Was kein cooler Nebeneffekt ist. Ja, ich mache jetzt etwas, was ich sonst nicht so mache, weil der Lancôme Concealer, ihr seht halt, da ist noch dieser dunkle Schatten, was ja okay ist, es ist menschlich. Ich mag aber mehr Deckkraft. Deswegen gehe ich jetzt einfach mit der Puder Foundation von L'Oreal. Das ist noch die OG, okay, das ist noch nicht die jetzt, als sie bei TikTok gehypt war. Ich habe Lust auf Cream Blush. Ich überlege gerade, ob ich den von Isadora nehme. Also ich mag die Farbe extrem. Aber derzeit mit der Menge an Bronzer und so, die ich verwende, ist mir die Farbe ein bisschen zu orange. Orange. Ich mag immer noch die Textur extrem gerne, deswegen verwende ich den jetzt. Sieht einfach awake aus. Ja, die 3 Klausuren, die haben mich sehr gestresst. Ich war wegen der ersten Meldung, dass ich nicht bestanden habe, war ich wirklich einen ganzen Tag lang down, weil ich das einfach nicht von mir gewohnt bin. Und ich weiß aber auch, es ist meine eigene Schuld, weil mir halt Arbeit sehr viel mehr Spaß gemacht hat, egal ob Erste-Hilfe-Kurse oder Finanzberatung, weswegen ich das halt präferiert habe. Ich das lieber gemacht habe, als für die Uni zu lernen. Eigentlich bin ich ein Mensch, der in der Schule zumindest immer mündlich viel gut mitgemacht hat und auch mitschreiben konnte und alles. Aber online konnte ich mich einfach kein bisschen konzentrieren. Jetzt sagt meine Uni, dass sie dieses Semester in Präsenz sein will. Wir werden sehen. Also, so sieht meine Uni gerade aus oder mein Leben mit der Uni. 3 Klausuren nicht bestanden, 3 bestanden. Bei einer hatte ich sogar 1,3 und ich war so. Genau, das zu meiner Uni. Was gibt es noch in meinem Leben? Ich gebe gerade weniger Kurse, weil ich mich ein bisschen mehr auf meine Finanzsache konzentrieren möchte. Vor allem, weil ich da jetzt, also ich würde gerne im Mai die IHK abschließen, für die ich jetzt auch lerne. Das macht halt aber auch viel mehr Spaß als halt Uni-Sachen. Vielleicht ist irgendwer von euch viel älter als ich und hat jetzt einen klugen Rat auf der Hand, an der Seite. Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. I take this, my favorite bronzer. It's really beautiful. Am Dienstag hatten wir das erste Meeting unseres sozialen Engagements. Also ich bin an meiner Uni tätig für Erasmus-Schüler, mache da Events für die und so. Ich habe jetzt das Amt übernommen des Präsidenten dieser Organisation. Davor war das jemand anderes, aber sie wollte das abgeben, weil sie jetzt dieses Jahr ins Ausland eigentlich wollte. Aber ich glaube, das hat sich alles bis Ende des Jahres verschoben und trotzdem war sie jetzt ganz froh, dass sie dann nur teilnimmt. Auf jeden Fall muss ich so viel Englisch dadurch reden und ich meine, es ist cool, ich mag es. Aber mir ist auch aufgefallen, wie schlecht derzeit mein Englisch ist und zeitformmäßig ist es ja, wenn ich in der Vergangenheit rede, I were oder you were und he, she, it was. Und ich sage die ganze Zeit, I was, weil es so richtig in meinem Kopf sich verankert hat, aber das ist doch falsch. Boah, und das ich korrigiere mich ganz Zeit selber und das nervt voll. Zu YouTube kann ich auch noch sagen, ich bitte euch ja immer um Kommentare. Und ich lese mir auch wirklich, ich bin fast jeden Tag auf der YouTube-App, um zu schauen, ob Kommentare geschrieben wurden. Und ich lese mir die immer durch. Aber es fällt mir auch derzeit so, so schwer, denen zu antworten. Also ich sehe die, ich lese die, ich nehme sie wahr, ich lächle, mache mir Gedanken, sie inspirieren mich und so. Aber es fällt mir unglaublich schwer zu antworten, weil ich will halt nicht nur ein Danke oder so schreiben, wenn man halt viel mehr schreiben könnte. Also ich will mir dafür Zeit nehmen und Aufmerksamkeit der Person schenken. Und deswegen gibt es jetzt schon wieder Kommentare, die, keine Ahnung, über eine Woche alt sind, die ich zwar von einer Woche gelesen habe, aber nicht beantwortet habe. Also auch wenn ihr hier drunter kommentiert, geht davon aus, dass ich es sofort sehe und trotzdem erst in einer Woche antworte, weil ich es irgendwie, keine Ahnung, nicht hinkriege. Ich bin derzeit wieder ein bisschen überfordert von meinem Leben. Und mir fällt gerade auf, dass es bestimmt so klingt, als würde ich ja überfordert sein von der Arbeit, weil ich jetzt irgendwie sage, ich bin nur da. Aber das ist es nicht. Mich überfordert auch, dass ich die Klausuren nicht bestanden habe. Mich überfordert, dass wir immer noch keine Wohnung haben. Mich überfordert, dass ich mit meinem Vater ja im Unterhaltsstreit bin und das so
schleppend vorangeht. Und es gibt viele Dinge, über die ich gar nicht so groß rede, die mich sehr stark befordern. Wisst ihr, und das ist auch ein Riesengrund, warum ich zur Arbeit gehe. Ich habe das Gefühl, wenn ich dort bin, in dem Büro, ist halt, fühle ich viel mehr Liebe und werde ich mehr supported als überall anders. Ich fühle mich gut und kann meine Sorgen so ein bisschen vergessen. Also Büro heißt nicht gleich Dauerarbeiten für mich. Also ich sitze da manchmal und unterhalte mich auch nur mit Leuten oder so. Ja. Apropos YouTube, ich habe zum Beispiel auch im Februar, glaube ich, eine E-Mail bekommen von der Person, die von Oceans Apart für mich zuständig ist. Also der, ich glaube, Berivan ist ein weiblicher Name, keine Ahnung. Social Media Person da halt. Und die hat mir auch eine Mail geschrieben im Februar, hey, willst du nochmal mit uns kooperieren? Die habe ich, glaube ich, ja, die habe ich ignoriert. Nicht böswillig, sondern auch, weil ich einfach überfordert war mit dem Antworten. Dann hat die Person mir nochmal im März eine Mail geschrieben, hey, willst du im März mit uns kooperieren? Ich meinte halt so, hey, ich möchte mit euch kooperieren, aber ich kann gerade nicht gewährleisten, dass das Video dann online geht, wann es online gehen soll und dass ich das alles mit dem Zeitplan schaffe. Deswegen, was haltet ihr denn von April? Weil ich glaube, da hat sich das wieder ein bisschen gelegt. Und auf jeden Fall war die Person dann so, ja, cool. Da hinten liegt auch schon das Paket, es kam gestern an. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt und ich habe auch noch keine Videoidee. Also geplant sind 2 Videos im April, wo ich halt genau wie im Januar die Firma und die Kleidung erwähne, wie ich den Code kriege. That's it. Und ein Short. Ich habe auch noch nie einen YouTube-Short erstellt, aber ich war so, kann man ja machen. Ich würde vielleicht auch eventuell TikToks produzieren. YouTube-Short ist ja wie ein TikTok. Mache es aber einfach nicht aus dem Grund, dass mein Handy nicht leistungsstark genug ist und ich mit meiner Kamera irgendwie so professionell sehe ich das dann doch nicht mit TikTok. Deswegen lasse ich es einfach. Ja, aber das ist halt vereinbart und also da müsst ihr jetzt auch schon Support-Content bekommen. Und ich hatte auch damals, das habe ich auch gesagt, ich hatte mir gut überlegt, ob ich mit Ocean Support kooperieren will, weil früher, also bevor der Kooperation, habe ich nur das Image der Marke gesehen, was, ich weiß nicht, wie es derzeit ist, aber was zu dem Zeitpunkt nicht so gut war, weil sie da ein bisschen geflunkert hat mit den Angaben zu deren Produkten. Und jetzt, nachdem ich die Produkte getestet habe, kann ich sagen, dass ich nur noch die Produkte sehe, weil ich sie wirklich viel trage, vor allem die helle Jogginghose und generell das Set und ich Kleidung halt mag. Ich persönlich jetzt den Standpunkt vertrete derzeit von, ich zeige euch die Sachen nur, ich sage euch nicht, hey, ihr müsst das kaufen und wenn ihr Bock habt, die Sachen zu kaufen, wenn ihr euch damit auseinandergesetzt habt und Lust habt, die Marke zu unterstützen, do it, dann gebe ich dir die Option für einen Coupon, also für einen Rabattcode und wenn du keinen Bock drauf hast, ist es auch okay. Also ich weiß, was da davor abgegangen ist, mit den falschen Siegeln und so. Aber das haben die halt auch mittlerweile geändert. Deswegen. Und auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich bin kein besonders nachtragender Mensch. Ich vergebe Leuten, würde ich sagen, relativ schnell. Gibt, glaube ich, wenige Personen, wo das jahrelang gedauert hat, dass ich halt nachtragend war. Bedeutet auch für mich, auch bei einer Firma, die kann Scheiße bauen. Heißt aber nicht, dass sie sich nicht verbessern kann. Ich glaube, auch viele große Firmen, die wir jetzt kennen, haben schon ganz schön viel Scheiße gebaut, den wir gar nicht mehr wissen. Will die damit nicht in Schutz nehmen. Ich will einfach nur erklären, warum ich trotzdem zustimme zu kooperieren. Ich hatte auch überlegt, die Sets, die ich jetzt bestellt habe, einfach zu verlosen. Aber dann fiel mir auf, das geht ja gar nicht wegen den Größen. Weil nicht jeder eine S hat, deswegen klappt das nicht. Ich bin zu klein von Content Creator, Influencer oder whatever, dass die das stellen. Aber ich muss mir jetzt überlegen, was für Content ich damit machen möchte und den dann auch natürlich abdrehen und passend hochladen, weil den Anspruch habe ich an mich. Ich glaube tatsächlich, dass bei so Mikro-Influencer-Kooperationen die gar nicht mehr so einen großen Anspruch oder nicht Anspruch, sondern Erwartung haben, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sich nicht daran halten. Aber egal wie viele Abonnenten ich habe eine hohe Erwartung an mich selber und das in jedem Bereich. In meiner sozialen Organisation, mit meiner Arbeit, mit YouTube. Ich habe einen hohen Anspruch. Also ich habe über meine Kommentare geredet, das hatte ich vor, über meinen Job, über die Kooperation mit Oceans Apart. Ich kriege auch teilweise, Alter, so scammy E-Mails für Kooperationen und wahrscheinlich sind die legit, aber das sind immer so irgendwelche chinesischen Anbieter, die jetzt letztens hat mich jemand angeschrieben, ob ich einfach for free Lichterketten haben möchte. Ich muss ja auch gar nicht erwähnen oder sowas. Also gesendet in PR. Ich habe darauf nicht geantwortet, ich fand das irgendwie weird. Nicht, weil das Angebot vielleicht nicht real war, aber es war mir trotzdem ein bisschen, keine Ahnung, könnt ihr das verstehen? I don't know. Mein Plan für April, YouTube-technisch, ist tatsächlich, also im April fängt ja auch Uni wieder an. Und die wird, wie gesagt, bei mir wahrscheinlich in Präsenz stattfinden. Ich habe meinen Stundenplan bis jetzt so gelegt, dass ich Montag, Dienstag, Donnerstags Uni habe und eventuell mittwochs vormittags. Und ich habe mittwochabends einen Spanischkurs, aber den muss ich nicht belegen. Also der ist nicht relevant für meinen Abschluss. Den habe ich belegt, weil ich Bock drauf habe. Warum erzähle ich das? Weil ich mir damit Freitag, Samstag, Sonntag freigehalten habe. Ich plane in der Woche halt weiterhin ins Büro zu gehen, also nach meiner Uni. Dann muss ich halt auch immer an den 3 Tagen, die ich da habe, vorproduzieren. Und deswegen fällt es mir viel einfacher, am Wochenende ein Video hochzuladen, weil da habe ich zur Not die freien Tage, die ich mir selber nehme. Ich könnte auch am Samstag ins Büro, aber ich glaube, da ist dann niemand. Wisst ihr, und jetzt meinten schon mehrere Leute so auch so zu mir, Alter, was machst du denn alles in deinem Leben? Warum hast du denn so viele Projekte? Und ich so, weil ich das halt alles mag und machen möchte. Kamera, fokussiere mich. Also weil ich das halt alles machen möchte. Aber ja, mein Leben wäre sehr viel einfacher, würde ich das einfach minimieren. Aber ich bin immer noch so, ich habe jetzt eine Mail bekommen von Mentor für Ukrainer zu sein, also den Deutschunterricht online zu geben. Und ich habe mich natürlich instantly gemeldet und war so, ja, Mann.
Und das ist halt so, das bin so ich. Also mich bei Leuten oder bei Dingen melden, weil ich halt noch mehr machen möchte, weil ich mir denke, ich will alles auskosten, ich will alles in meinem Leben probieren, ohne zu realisieren, dass ich vielleicht nicht alles gleichzeitig machen kann. Was mich dann halt in dieser Situation gerade so ein bisschen bringt, wo ich mir so denke, aber ich will ja alles mit vollem Herzblut machen. Das kann ich gerade nicht. Also ich kann schon, aber es lockt mich halt aus. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wohnungstechnisch kann ich gerade nicht suchen, weil mir das zu viel ist. Ich werde aber jetzt, nachdem ich die Uni-Klausur nachgeschrieben habe, wieder aktiver suchen, weil jemand meinte auch letztens zu mir, der dann auch so war, Sena, du musst dir halt einfach Prioritäten legen, war ich so, kann ich nicht. Meinte er so, okay, überleg mal. Ganz ehrlich, deine Uni-Klausuren sind das Wichtigste. Wenn du die verkackst, ich meine, ich wäre da nicht instantly aus der Uni raus, aber so früher oder später wäre ich das halt. Dann hast du auch nicht mehr deine Organisation an der Uni für die Erasmus-Schüler. Das wäre blöd. Abgesehen mal davon, klar, da kannst du hier immer noch arbeiten, aber ich meine, was ist, wenn du in 5 Jahren hier nicht arbeiten willst, dann hast du keinen Abschluss. Und ich meine, da ist er auch nicht so im Unrecht. Ich meine, derzeit sehe ich es sehr, dass ich noch in 20 Jahren in der Branche arbeite, aber you never know. Da hat der Gute schon recht. Und Wohnung, was bringt mir eine Wohnung? Weil selbst wenn ich jetzt ein Ja kriegen würde für eine Wohnung, würde ich nicht instantly umziehen. Oder selbst wenn, dann könnte ich auch wieder nicht für die Uni lernen und würde durchfallen. Heißt, mach erst deine Uni-Prüfung, guck dann nach einer Wohnung. Nebenbei, wenn du willst, kannst du arbeiten. Sonst, Alter, bleib einfach zu Hause. Aber wie gesagt, mir geht's besser dort, deswegen bin ich da. So einfach ist es. Hä, da gibt's gar keinen, was ist deine Priorität? Die ist doch ganz klar. Aber Mann, Alter, jeder, der von euch studiert oder noch in der Schule ist, weiß ganz genau, wie anstrengend das ist, sich für etwas zu motivieren und zu konzentrieren. Für ein Fach, was so gar keinen Spaß macht. Ich weiß, ich wäre im Nachhinein stolz oder froh, wenn ich es einfach hinter mir habe. Und trotzdem fällt es mir jetzt so extrem schwer, mich dafür zu motivieren, weil ich halt irgendwie nur kurzfristig gerade denke. Und eigentlich wollte ich jetzt auch nicht schon wieder nur ein Beauty-Video drehen. Also ich meine, Kiko ist meine Leidenschaft. So, Kiko-Videos sind nochmal Next Level. Aber prinzipiell will ich ja nicht nur Beauty-Videos drehen. Und bei diesem Video liegt für mich auch der Fokus mehr auf dem, was ich sage und nicht unbedingt auf dem Make-up. Und trotzdem, wisst ihr, ich fühle mich irgendwie ein bisschen schlecht. Weil nicht, dass ich jetzt alle vergraule, die sich vielleicht für Lifestyle oder sowas interessieren oder für mich als Person, weil sie denken, das kommt nicht mehr, weil doch, es kommt noch. Hey, das Geile an dem Primark Puder ist, wenn du Fallout hast, die untere Augenpartie ist einfach so Silk. Das heißt, man kann easy wegwischen, weil es gefühlt so eine Barrier, voll geil. Anglizismen kann ich. Irgendwie sieht mein Eyeliner nicht so even aus. Ich sehe es kommen, in 5 Jahren bin ich einfach so ein Channel für Mental Health und Health und werde einfach nur noch über meine psychischen Probleme hier reden und alles und so. Danke, dass du darüber redest. Seht ihr es auch kommen? Nein? Okay. Ich könnte es mir richtig vorstellen, weil ich könnte so viel dazu sagen, aber zugleich will ich, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt hier möchte, ob ich das teilen möchte, so groß. Ja. Oh mein Gott. Why did I do that? Das, was ihr gerade seht, ist sogar tatsächlich ein relativer Standard-Arbeitslook, würde ich behaupten. Vielleicht nicht 1:1 so, aber da kriege ich auch braunen Eyeliner, braunen Smoky Eyeliner, a lot of Blush, was aber eher den Hintergrund hat, dass sich Blush halt auch einfach extrem schnell abträgt. So, ich habe jetzt gerade 3-4 Videos, die ich vordrehen müsste oder drehen könnte. Mal schauen, weil ich jetzt Freitag, Samstag, Sonntag, wie gesagt, Zeit habe, aber für Klausuren lernen muss. Aber wahrscheinlich werde ich da einfach krass viel vordrehen, dass ich nur noch schneiden muss. Und dann habe ich beide Videos für nächste Woche. I don't know. Hab mir noch keine Gedanken richtig gemacht. Frage an euch. Merkt man, dass ich durch den Wind bin? Oder bilde ich mir das nur ein? Ich finde, man merkt das übel im Vergleich zu sonst. Aber ihr könnt mir gerne sagen, ob ich das nur so sehe, weil man ja eine ganz andere Selbstwahrnehmung hat. Vielleicht denkt ihr euch so, nö, du bist wie immer. Ich meine, das wäre gut für mich. Ah ja, was mir auch noch einfällt zum Thema Kommentare. Ich hatte euch auch nach dem Hintergrund gefragt. Da meinten alle eigentlich, nö, ist okay. Also sie verstehen, was ich meine mit aesthetic pleasing Hintergrund. Aber sie finden es nicht schlimm, dass es halt jetzt kein beiger Hintergrund ist, weil es erstens so ein cozy Feeling gibt und zweitens es halt auch nicht 0815 dadurch wird. I get that. Freut mich, dass ihr das nicht so schlimm findet wie ich. Ich bin trotzdem sehr freudig, wenn ich endlich das so haben kann, wie ich gerne hätte. Wisst ihr, ja, ja, das wird schön. Glaub dran. Mag ich Highlighter? Ja, ich habe aber auch das Gefühl, also irgendwie in der Kamera sieht es stärker aus. Ich habe das Gefühl, in Real Life ist es nicht so doll. Oh, meine Kamera geht gleich aus. Ich verabschiede mich schon mal. Was ich euch noch zeigen wollte, oh, bitte bleib an Kamera. Ich gehe jetzt mit dem Fixing Spray von Kryolan rüber. Das ist wie Haarspray. Stinkt genauso. Ich muss dafür erstmal 5 Minuten weggehen. Aber damit geht euer Make-up nicht mehr an die Maske oder halt so minimal. Das ist halt extrem geiles. Eure Haare fühlen sich aber dann auch so crusty an wie bei Haarspray. Ich trage jetzt noch die Lippen auf. 504 Kiko, einer meiner Favorite Lip Liner. Ich glaube, ich trage heute genau wie gestern dann von Jessica Jennifer. Ich vergesse jetzt mal, wie die Firma heißt. Die Lou auf. Das ist ein Liquid Mousse Lipstick oder so. Erst danach trage ich meine Mascara auf, weil auch die Mascara wird halt so hart und sehr schwer abzumachen. Deswegen, ich glaube, ich lade dann nochmal ganz kurz meinen Akku auf, dass ich euch gleich mich in meinem cuten Business-Outfit zeigen kann. Hier so, eigentlich interessiert das euch gar nicht. So, mein Lip Liner. Great. Und jetzt, wie gesagt, Filou.
Meine Lippen sind ziemlich trocken. Ich werde wahrscheinlich also noch irgendwie Lippenpflege oder so drauf geben. Aber das ist ganz nett für eine Base-Color auf meiner Lippe. Also ich trage das nicht mehr mit dem Applikator auf, sondern mit einem Pinsel dann, weil das dann dünner ist und ich persönlich den Look mehr mag. Sehr schön. Jetzt muss ich meinen Kaffee einmal wegstellen. Schütteln. Now wird's disgusting. Disgusting. Also, mein Outfit sieht, wie gesagt, wie folgt aus. Ich trage dieses Kleid, which is pretty cute. Es sitzt halt eng an. Ich habe gerade gegessen, deswegen ist mein Bauch voll. We love that. Ich trage darüber einen schwarzen Blazer von H&M's der. Und ich trage die Strumpfhose von Amazon, die so dick ist. Ich trage entweder gleich schwarze Stiefeletten oder so auberginefarbene. Muss ich mich noch entscheiden. Meine Haare fühle ich noch nicht ganz, die werde ich irgendwie noch ändern wahrscheinlich. Aber ich lasse jetzt erstmal für die Fahrt so. Und performmäßig trage ich von Anayake Umitsu ein Spritzer am Hals, ein Spritzer auf den Arm. That's it. Und ja, ich muss jetzt losgehen. Ich habe gleich ein Online-Meeting. Ich stelle mich den Erasmus-Schülern vor und unsere Organisation. Und dann habe ich, wie gesagt, den Termin. Und davor muss ich noch ein paar andere Dinge erledigen. Deswegen beende ich damit das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bye.